Hallo, ich bin der Void Doctor und wir sind heute hier bei einem Let's Play von Mega Man X, einem guten alten Klassiker vom Super Nintendo. Werdet euch wahrscheinlich wundern, warum habe ich so lange keine Videos mehr gemacht? Naja, ich hatte halt Zeug zu tun, Leben, Studium und so weiter. Und ich habe auch eine Zeit lang keine Lust gehabt, Videos zu machen, aber jetzt will ich mich wieder reinbringen. Und warum mache ich meine alten Videos nicht weiter? Ah, einige von denen, die werde ich schon weitermachen, keine Angst. Aber nachdem ich jetzt bei meinen letzten Videos so viel Englisch gesabbelt habe, will ich zur Ablenkung mal einen kurzen, schnellen LP dazwischen schieben. Die Aufnahmen dafür habe ich schon gemacht, also wird das hier der erste Let's Play sein, den ich auch tatsächlich beende. Oh, haha, Wunder, ne? Okay, hier kriegen wir eine Warnung, die anscheinend. Oh. Computerwarnung, die anscheinend jeder zu lesen kriegt, der versucht, Mega Man X aufzuwecken. X ist hier der neue Mega Man, der Mega Man der 90er Jahre, gebaut lange nach all dem anderen Kram von Dr. Light, dem Erbauer des ursprünglichen Mega Man. Und hier, Tell, erzählt uns Dr. Light alles Mögliche darüber, was die Kapsel, in der X liegt, mit ihm machen soll, Tests und so weiter, damit er noch wirklich guter und normaler, menschenähnlicher Roboter wird. Leider wurde das dann von einem gewissen Dr. Kane gefunden, Jahrhunderte später oder so. Und Dr. Kane hat gleich die Technologie von Dr. Light kopiert, haufenweise Superroboter gebaut. Und es stellt sich heraus, X ist einer der wenigen Roboter, die tatsächlich, naja, verlässlich war. Und in diesem Zeitalter der Reploiden, jetzt haben wir nicht mehr das Jahr 2000XX, sondern das Jahr 2100XX. Und wir sind am Start einer komplett neuen Serie. Nicht mehr Mega Man, nicht mehr Rockman, sondern Mega Man X. Und jetzt fangen wir mal an. Game Start. In diesem lustigen kleinen Startbild sind wir auf dem Highway. Yep, das ist schon ein Unterschied zwischen den alten Mega Man-Spielen. Wir fangen an in einem Intro-Level. Und wenn hier die armen Menschen flüchten, bekämpfen wir hier schon die ersten komisch aussehenden Roboter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier auch schon Reploiden sind oder ob es nur der übliche Müll ist, den schon Dr. Wily anno dazumal tonnenweise produziert hat. Hilfsroboter sozusagen. Kann man hier nie wissen. Diese Viecher hier zerstören den Highway. Und wenn wir sie nicht sofort zerstören, können sie überall schöne große Löcher machen, durch die man auch runterfallen kann ins Nirvana. Diese gelben Leuchtdinger müsste Fans von Mega Man auch schon bekannt sein. Das ist das Zeug, das euch Energie zurückgibt. Die Dinger hier, die blauen, können Raketen schießen, kleine Elektroblitze, aber keine Bedrohung. Selbst wenn ihr eure Waffe nicht zweimal aufladen könntet, wie ich ja schon tausendmal demonstriert habe, so wären die leichte Opfer. Euch wird euch vielleicht auch schon auffallen hier. Netter Hintergrund übrigens, düstere Wolken über der Innenstadt. Hier und da ein paar zerstörte Teile. Und hier ist auch schon der erste Mittel-Zwischenboss. Eigentlich nicht viel zu sagen. Diese komische Robohornisse spuckt ab und zu die kleinen Bällchen raus, die übrigens in einem kleinen Anfall von Realismus unverwundbar sind, wenn ihr mit normalen Schuss auf normaler Ebene schießt, weil dann schießt er zwischen deren Beinen durch. Seht ihr, ein paar Treffer und die Viecher sind schon weg. Können ein bisschen schießen, ein paar Raketen abschießen und ein paar Viecher ausspucken, das war's. Hier das erste kleine Versteck. Davon gibt es noch zigtausend mehr in dem Spiel. Und wo waren wir eben stehen geblieben? Dreck. Ja, egal, fällt mir bestimmt schon wieder ein. Hier ist der nächste von diesen Oschis. Das zeigt euch eigentlich nur, was ihr später im Spiel zu erwarten habt. Große Zwischenbosse, bevor die normalen Endgegner kommen. Also, zum Hintergrund von Mega Man X hier. Das ist eins der großen Klassiker für das Super Nintendo. Und auch heute noch ist es ein erstaunlich gutes Spiel. Mega Man X ist so eine komische Reihe, die wurde nach den ersten drei Teilen immer schlechter und schlechter und ulkiger und absurder. Und es ist eigentlich unbeschreiblich. Ich persönlich finde die ersten drei Teile die besten. Und von diesen ist der erste Teil der einzige, den ich tatsächlich erfolgreich beendet habe. Die anderen, ich habe mich dran versucht, aber heutzutage bin ich nicht mehr so geduldig wie noch als Kind. Und ich habe leider nur das Muskelgedächtnis, um den ersten Teil perfekt zu spielen. Darum sind wir jetzt hier. Naja, wie ihr sehen könnt, Teile des Highways fallen schon runter.
Wir haben auch ein paar fliegende Viecher, die wir wiedersehen werden. Und diese hier. Die stupsen eigentlich euch nur, verletzen euch und lachen. Das ist alles. Die Energiepellets sind immer noch dieselben wie in den alten Mega Man Spielen. Klein gelb, ein bisschen Energie zurück. Groß gelb, eine Menge Energie zurück. Und die blauen Viecher, blauen Dinger sind für Waffenenergie. Tja, was noch zu sagen? Es ist vielleicht aufgefallen, dass der gute alte X da viel weniger Energie hat als Mega Man in seinen alten Spielen. Das liegt daran, dass wir tatsächlich Teile finden können, um das zu erweitern. Aber das sehen wir noch später. Sind wir erstmal am Ende der Intro-Stufe angekommen. Und dann warten wir hier erstmal an der Laterne für mehr von diesen komischen bewaffneten Autos. Schießen sie in mehreren Stufen auseinander. Nettes Detail. Nachdem die erledigt sind. So, der letzte. Danach haben wir unseren ersten Boss. Ein Story-Boss. Wenn man an der schönen Musik schon hört. Und dieser Klotz scheint einen anderen Klotz zu steuern und er haut uns auch gleich ans auf die Fresse. Na, ich will euch nicht auf die Folter spannen, das ist ein Kampf. Den kann man nicht gewinnen. Man wird einfach nur verdroschen, dann gelähmt. Und dann muss man sich Gesabbel anhören. Und dann darf man eigentlich erst mit dem Spiel anfangen. Und hier bin ich auch schon schwach genug. Und na, das war's. Jetzt kommt Story wieder mal. Oh, du Schrotthaufen. Dachtest du wirklich, du kannst mich besiegen? Dann lädt jemand seine Waffe auf. Oh, ich wünschte, wir könnten das machen. Spoiler, wir werden das nie können. Oh, er ist entkommen. Schade. Nun, wer ist das? Tja, ich denke, ich bin immer noch nicht stark genug. X, du solltest nicht eher erwarten, ihn besiegen zu können. Er ist als Kriegsmaschine gebaut worden. Denk dran, du hast deine volle Stärke noch nicht erreicht. Wenn du all deine Fähigkeiten verwenden kannst, um stränger zu werden, wirst du vielleicht sogar so stark werden wie ich. So, und dann haut er ab, um mal Scout zu spielen, während ich mich mit dem Stress herum ärgern muss. Typisch. Den Knilch werden wir immer wieder sehen in der Serie. Dank seinem langen Haar dachte ich damals als Kind, das wäre eine Frau. Ich war ziemlich verwirrt, als mich jemand darauf hinwies, Jahre später. Also nein, der Knilch ist ein Mann, nur mit langem Haar. Tja. Ja, hier haben wir den Passwortscreen, den wir Gott sei Dank dank modernerer Technologie hier nicht brauchen. Und hier, wie im klassischen Mega Man, 8 Viecher zur Auswahl. Aber hier sind es nicht 8 Männer, sondern 8 komisch benannte Tierreploiden, wie hier. Der erste, den wir immer auswählen. Der leichteste von allen. Der chillige Penguin. Der Chill-Penguin. Ja, alle 8 haben diese komischen Namen und das bleibt auch in der Serie so. Und dann sind wir auch schon im Winterwunderland von Chill-Penguin. Erstes Robot-Kanigel, das ist schon mal fein. Robot-Holzfäller, das ist schon ein bisschen absurd. Anscheinend sind Reploiden, die dem Bösen verfallen, von Natur aus wahnsinnig. Denn ich kann mir nicht vorstellen, wozu das Ding sonst gut wäre. Das ist nicht nur eine besonders gute Waffe. Aber es kann ärgerlich sein, solange man nicht rausfindet, dass man auf den Dingern stehen kann, während sie durch die Luft segeln. Sobald man hinter die Viecher kommt, ist sowieso alles zu spät. Da hilft auch die Axt nichts mehr. So, werden wir hier durch den Schnee stapfen. Jetzt kommen wir in den Höhleneingang. Voll komischer Maschinen im Hintergrund. Und wir sehen auch schon diese komischen Fledermäuse, die etwas anders aussehen, als sie in den klassischen Mega Man waren. Aber es ist praktisch nur die neue Form eines klassischen Gegners. Diese bescheuerten Räder tauchen auch wieder auf, um uns zu nerven. Und sie werden uns auch durch das ganze Spiel begleiten. So. Bumm. Explosion. Da das hier schon das Super Nintendo ist und nicht mehr das normale Nintendo, sind alle Explosionen ein bisschen feinsinniger. Richtige Explosion statt nur
Blub, zisch, weg. So. Was haben wir hier? Ein Hologramm von Dr. Light. Ah, du bist gekommen, X. Ich habe dir die Fähigkeit zu geben, deinen eigenen Pfad im Leben zu wählen. Und ich hoffte, die Welt würde dir das erlauben. Aber es sieht aus, als müsstest du kämpfen, weil dies ist ein Kampfspiel. Schießen und springen. So, und damit du besser schießen und springen kannst, kannst du diese Kapseln finden und Zeug rausholen, die dich stärker machen. Und jetzt rein mit dir. Du bekommst ein Beschleunigungssystem, das dich schneller macht. Na, und was wir hier kriegen, ist der Dash. Das ist, ersetzt hier quasi in dieser Serie den guten alten Slide, den es ab Mega Man 3 aufwärts gab. Nur in diesem Fall sliden wir nicht, wir dashen. Und das ist auch der Unterschied. Ah ja, ich vergaß. Man kann mit dem Dash auch weiter springen. Das ist an vielen Stellen nützlich. Und dort haben wir auch nochmal gesehen, etwas, was ich vergessen habe zu erwähnen. Wir können auch Wände hochklettern. Die Viecher hier sind auch nicht so gefährlich, solange man nicht zu lange rumsteht, um sie zu bewundern. Und dann gibt es eine eindrucksvolle Explosion, wenn man sie oft genug trifft. Und das war es eigentlich schon. Der Dash ist nur eine von vielen Sachen, die wir finden können. Und ich werde mich bemühen, fast alles zu finden, bis auf das, was ich persönlich immer als das Dusseligste fand. Aber da werden wir schon hinkommen zu dem Punkt. Jetzt haben wir auch unseren eigenen Roboter hier. Wir können Vollfaustschläge verteilen. Jetzt sind wir nicht mehr nur die Empfänger von Faustschlägen. Man kann auch... Oh, toll. Unser Gegner hat sich verabschiedet. Naja, gut. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir einen Mega-Roboter auf diese Weise kontrollieren. So, hier links ist ein weiteres kleines Geheimnis versteckt, aber wir haben leider nicht die richtige Waffe, da wir jetzt noch ganz am Anfang schon. Zur Erinnerung, in Mega Man ist die Formel: Greif einen super fein an, zerstöre ihn, klaue seine Waffe und benutze die Waffe, um den nächsten in der Reihe noch kräftiger zu vermöbeln und dann wiederholen bis zu den Super Endbossen am Ende, bei denen man dann nur noch demonstrieren muss, dass man das auch verstanden hat, wie diese Superwaffen funktionieren. So, hier sehen auch die Tore anders aus. Viel detailgetreuer, nicht bloß komische Striche, die nach oben und unten wandern. Nein, wir haben richtige, wenn auch noch zweidimensionale Tore. Und hier sind wir beim kalten Pinguin. Frischen. Und wir haben ihn auch schon gleich getroffen und sehen seinen ersten Angriff. Er macht Eispinguine und kotzt Eis aus. Ah ja. Solange wir ihm nicht zu nahe kommen, kann er uns nicht einfrieren und damit ist diese Attacke komplett sinnlos. Und wie ihr sehen könnt, stirbt der... Ja, er hat seine eigene Version des Dashs. Die ist unverwundbar und kann uns in 2-3 Treffern töten. Also besser ausweichen. Das kann er natürlich auch noch, aber wir können ihn auch treffen, wenn er das macht, weil wir die Wand hochklettern können. Und ansonsten müssen wir ihm einfach nur immer seinen Angriffen ausweichen und ihm eins von den Latz knallen. Chill-Pinguin ist praktisch der einfachste von allen, auch deswegen, weil er eine geheime Schwäche hat gegen unsere Standardwaffe. Ihr werdet sehen, dass er unglaublich viel Schaden nimmt, wenn wir ihn mit einem voll aufgeladenen Schlag treffen. Die meisten Gegner, die wir treffen, werden nie mehr als 2 Striche verlieren, egal wie hoch wir unsere Waffen aufladen, unsere Standardwaffe aufladen. Aber der chillige Pinguin ist so schnell besiegt, dass ich kaum gemerkt habe, dass er tot ist. Oh, okay. Und wegbeamen. Und wir kriegen unsere erste Spezial-Sonder-Mega-Waffe. In diesem Fall kriegen wir Shotgun-Eis. Zap. Ein Eisball, der überraschend nützlich ist und auch viele Endbosse haben Nebenschaden von ihm. Aber da gucken wir uns das mal gleich an. Und jetzt folgt der nächste. Nummer 2 von 8. Ja, beeindruckend, beeindruckend. Wer ist das jetzt? Storm Eagle, der Sturmadler. Ja, klingt als wäre es ein Nazi. Aber egal was für eine politische Gesinnung er hat, wir müssen ihn so oder so zerstören. Also sind wir jetzt hier auf diesem Flughafen. Diesen Robot-Flughafen, übernommen von noch böseren Mega-Robotern. Und wir müssen diesen Reploiden zeigen, wo unsere Plasmawaffe hängt. Also klettern wir jetzt hier schön hoch. Aber da sind auch ein paar Sachen auf der rechten Seite versteckt, die wir uns gleich ansehen werden. Die Leute unter euch, die Mega Man X schon kennen, werdet euch jetzt wahrscheinlich wundern, warum ich jetzt den Knecht genommen habe. Übrigens,
Das können wir uns ohne den Dash nicht schnappen. Und damit geben wir 2 Energiestriche mehr. Unser erstes, na gut, zweites Upgrade, sagen wir mal. Den Dash ist hier Nummer 1. Also zurück zur Reihenfolge. Storm Eagle ist für mich immer Nummer 2 gewesen, auch wenn er nicht in die Reihenfolge der Waffenschwachstellen passt. Der Knilch hasse ich. Das Ding braucht ungefähr 30 Treffer. Und dann explodieren sie. Mit der Flammenwaffe geht's schneller, aber die haben wir noch nicht. Ständig passiert was Neues hier. Ja, das ist so ein Kampf- und Schieß-Action-Spiel. Da können wir nichts machen. Zurück. Zum Hochklettern. Naja, das Dämlichste, was passieren könnte, wäre natürlich, wenn ich hier runterfalle und von vorne anfangen muss. So passen wir besser auf. Okay, Zeug. Nun gut, nachdem ich vorhin erzählt habe über die Schwachstellen und so weiter und wie sie alle zusammenspielen mit den Spezialwaffen. Diejenigen von euch, die das Spiel schon kennen, werden euch sich jetzt natürlich wundern, warum habe ich diesen hier genommen und nicht den, der tatsächlich schwach ist gegenüber Shotgun A ist. Nun, der Grund ist, und das klingt jetzt ziemlich dämlich, als ich damals das Spiel gekriegt habe, als eines der ersten Super Nintendo Spiele, das ich überhaupt hatte, habe ich mich strikt an das gehalten, was ich in unserer lokalen Nintendo-Zeitschrift Club Nintendo lesen konnte. Und dort wurde empfohlen, diese Reihenfolge zu nehmen. Chill Penguin, dann Storm Eagle und so weiter und so fort. Weil man auf diese Weise am schnellsten an all die Upgrades kam. Natürlich musste man dann einige der Endbosse mit der Standardwaffe bekämpfen, statt mit ihren Schwachstellen. Aber mir gefiel das so. Storm Eagle ist übrigens gegen eine Waffe verwundbar, die wir noch lange nicht sehen werden. Also Airport 1001. Ich habe immer darüber nachgegrübelt, ob das bedeutet, dass es 1000 weitere gibt oder ob das in Binärcode ist. Dann wäre das... Oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, glaube ich. Airport 10. Vielleicht das 10. Terminal. Lassen wir das. Konzentrieren wir uns aufs Spiel. Hier sieht so aus, als wäre der Airport noch im Bau gewesen. Wir können das Glas zerstören. Auch schön. Die Druckwelle haut alles Glas raus. Und wir kriegen unseren ersten Energietank. Bin Mega Man. Sind Energietank. Tanks. Ha, wir kommen von einer anderen Richtung. Kaboom und noch mehr Glas wird weggehauen. Also, Energietanks im alten Mega Man sind etwas, was verbraucht man. Man sammelt sie ein. Mal kann man 4 haben, mal 9. Und sie geben einem alle Energie zurück, die man hat. Das war's. Hier kann man zwar nur maximal 4 haben, aber wenn man einen hat, hat man ihn für immer. Dafür muss man ihn aufladen. Und das geht so. Wenn die Energieleiste voll ist, und man sammelt Energiekristalle ein, dann lädt man stattdessen die Energietanks, die man hat. Und diese bescheuerten kleinen Flammenwerfer sind leicht zu besiegen. Man muss nur daran denken, dass man sie möglichst gründlich zerstört, bevor man springt, weil es wäre unangenehm, zuerst in Flammen gebadet zu werden und dann in einen Metallhaufen rein zu crashen. Selbst ein Reploid BX hat da seine Probleme mit. Und so kämpfen wir uns weiter vor über diese kleinen düsengetriebenen Plattformen und denken besser nicht darüber nach, was für einen Sinn die Dinger hier in dieser Baustelle hatten. Denn dann wird man wahnsinnig, wenn man anfängt, über solche Sachen nachzugrübeln. Denkt immer nur an das Mantra, das ist nur ein Spiel, das ist nur ein Spiel. Spaß haben ist Trumpf, Spaß haben ist Trumpf. Oh, und jetzt da ballern wir uns durch dieses Versteck durch, weil hier ist etwas Wertvolleres versteckt als in den anderen kleinen Teilen. Und zwar ein Extra-Leben. Genau. Oder wie es in vielen Mega Man Spielanleitungen beschrieben wird, ein kompletter Bauset, um Mega Man neu zu bauen, in der Form eines Kopfes. Ich habe keine Ahnung, ob das in Mega Man X genauso erklärt wurde, weil es ist lange her, dass ich meine Bedienungsanleitung gesehen habe. Hier wieder können wir uns mit dem Dash durchkämpfen und zu dieser Stelle kommen. Dann brauchen wir nur etwas Geduld beim Schießen. Flammenwolke später und wir haben den zweiten Dr. Light Nachricht gefunden. Diese Kapsel enthält eine Verstärkung für deinen Helm. Damit kannst du bestimmte Decken mit deinem Kopfstoß zerstören. Und das war's auch schon. Kurze Nachricht, kein theatralisches Dingsbums. Und unser alter blauer Helm wird verstärkt mit einem viel besseren. Damit können wir jetzt Sachen kaputt machen und noch mehr Geheimnisse finden. Und das war's eigentlich auch schon. Man sollte meinen, man kriegt eine Schadensreduktion oder sowas, aber nein, das ist ein anderes Upgrade. Der Helm hilft einem nur, Sachen kaputt zu machen mit dem Kopf
Und das war's. Weniger nützlich als der Dash, aber dafür gibt es auch eine Menge Sachen, die man ohne den Helm nicht finden kann. Ansichtssache halt. Wenn man nur das Spiel besiegen will, braucht man den Helm eigentlich überhaupt nicht. So, diese kleinen Helmets gibt es schon in Mega Man. Und sie sind immer noch knuffig. Hier sehen wir unsere alten Bekannten wieder. Und diesmal habt ihr auch genau gesehen, was passiert, wenn man versucht, sie mit der normalen Waffe zu treffen. Man schießt unten durch. Das war's. Die kleinen gelben Dinger sind vollkommen harmlos, trotz der lustigen Bauteile, die hin und her fliegen, wenn man sie trifft. Probleme fangen erst an, wenn sie einen zu grapschen kriegen, weil dann explodieren sie. Jetzt haben wir dieses komische Luftraumschiff gefunden und müssen die Kanonen zerstören, die da drauf sind. Und ich schaff's natürlich, jedes Mal eins in die Fresse zu kriegen, weil ich so gut bin. Oh, sieht aus, als hätte ich meinen Boss gefunden. Diesmal ist der Eingang zum Boss sogar noch komischer, weil wir gehen stattdessen in das Schiff rein. Wenn ihr genau aufpasst, seht ihr auch, wo wir versteckt sind, während alles explodiert. Und dann kommt der böse Sturmadler und will uns hier runterscheuchen von seinem Schiffchen. Nicht, dass er das Schiff noch gebrauchen könnte, schließlich kaputt, aber egal. Storm Eagle ist leider nicht so verwundbar wie Chill Penguin und deswegen wird dieser Kampf ziemlich lang dauern. Ansonsten habt ihr eigentlich schon fast alles gesehen, was er tun kann. Ab und zu wird er müde herumflattern, als Einladung ihn zu schießen. Ziemlich oft wird er rumsausen wie jetzt, schwer zu treffen, und wenn man zu lange wartet, kriegt man eins vor den Latz. So wie ich jetzt hier gerade, und das hat schon ganz schön einen Teil von meiner Energie weggenommen. Und manchmal kotzt er ein Robotei raus, das 4 Robotküken auf einen losschickt. Und er hat natürlich seine eigene Waffe, die er benutzen kann, und ohne den Dash müssten wir ständig springen, oder es würde uns ein Treffer direkt vom Schiff fegen können, wenn wir Pech haben. Und ein Angriff, den wir noch nicht gesehen haben, da wird er einfach nur wild mit den Flügelchen flattern, um uns runterzuwehen mit normalem Wind. Und das war's eigentlich auch schon. Und die KI des Spiels ist hier gerade besonders dämlich, weil es ständig nur das hier... Ah, endlich wechselt es das Muster. Und es ist wieder Robotküken aus Kotzzeit und er ist wieder zurück. Als Kind war dieses Verhalten für mich wirklich das Schlimmste, weil ich konnte ums Verrecken nicht ausweichen und habe ständig Treffer ins Gesicht kassiert. Mein erster Sieg über Storm Eagle war praktisch nur einmal, wo durch pures Glück er nichts anderes gemacht hat, außer das, was ihr jetzt hier seht. Einen Tornado nach dem anderen losschicken und ab und zu mit den Flügeln wedeln und vielleicht mal einen Küken dann und wann. Ich habe jetzt anscheinend eine Phase gemacht, wo er das Umgekehrte macht. Er wedelt überhaupt nicht mit den Flügeln und doch, einmal wenigstens, damit wir alles gesehen haben. Bravo. Und jetzt darfst du auch abtreten, danke. So, das war witzigerweise eine totale Umkehrung meiner ersten Begegnung mit ihm. Einerseits. Hey, geschafft. Und ich will wirklich nicht wissen, was passiert, wenn man zu lange braucht. Ich glaube, einmal zwischendurch hat das Schiff gewackelt, das jetzt hier schön im Hintergrund immer noch am Abstürzen ist. Aber egal, weiter zum nächsten. Wir kriegen den Storm Tornado. Wir sehen schön pink aus, aber kriegen eine der besten Waffen in diesem Spiel. Und jetzt geht's weiter zum nächsten Robotus Maximus Republidius. Oh, wer wird's sein? Wer wird's sein? Ah, genau. Und Nummer 3. Der Flame Mammoth. Das Flammenmammut. Dieser Reploide aus der bösen Schar der Bösen wird uns nicht so viel Ärger machen wie sonst, weil, da wir Chill Penguin besiegt haben, ist alles vereist in seiner Lava Stage. Ja, ihr werdet jetzt überrascht gucken, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt, aber bestimmte Stages haben Einfluss auf andere. In diesem Fall, weil wir Chill Penguin zuerst gemacht haben, ist all die schöne Lava, die ihr hier normalerweise sehen würdet, gefroren. Aber keine Angst, ein bisschen was von der Lava ist immer noch da. Und habt ihr das Geräusch gehört? Das bedeutet, dass unser Tank sich ein bisschen gefüllt hat. Und hier kommt eine knifflige Stelle, weil man hier den Helm tatsächlich einsetzen kann, um ein super Geheimnis zu finden, das man normalerweise leicht übersehen kann, weil hier im Hintergrund seht ihr, die blöden Teile sind überall. Und so würde man nie im Leben darauf kommen, dass sich hier etwas versteckt, wenn man es nicht schon weiß, wie ich. So.
Und hier kriegen wir eine Verstärkung für den X-Buster. Damit sieht unsere Waffe besser aus und wir können alles inklusive unserer Geheimwaffen eine Stufe höher aufladen als vorher. Zap. Und das Spiel demonstriert das jetzt hier, indem es auflädt. Gelb, lila und wumm, komplett mit Backlash. Yep, jetzt können wir auch Gegner ohne Pipeln, die sich von hinten anlocken. Hier demonstriere ich jetzt den Tornado. Wenn wir den aufladen, kriegen wir einen gewaltigen Wirbelsturm. Und hier haben wir Shotgun Ice, das können wir auch aufladen. Und... oh, zuerst mal noch ein Herz. Das ist übrigens komplett unerreichbar normalerweise. Aber da die Lava... oh, Eisschlitten. Ganz lustig. Wupp. Und da haben wir noch etwas anderes demonstriert. Shotgun Ice kann von Wänden abprallen und Gegner verletzen, die normalerweise dachten, sie hätten es geschafft. Im Hintergrund sehen wir eine Art Raffinieranlage oder so etwas. Vielleicht eine Metallschmelze oder sowas. Wir sind hier anscheinend im Industrieteil der gigantischen Insel, auf der sich das alles abschlägt. Der fliegenden Insel. Der Kolonie. Noch etwas aus dem Hintergrund, das ich aus dem Handbuch gelesen habe damals. Denn die ganze Story ist ja die, dass ein paar Reploiden ausgeflippt sind und zu bösen Mavericks wurden, die alle Menschen umbringen wollen. Wie das nun mal so ist. Die Guten haben dann die Maverick Hunters zusammengestellt. Reploiden, die ihre verrückt gewordenen Brüder und Schwestern jagen. Nun, X ist einer dieser Maverick Hunter und der andere Knilch, den wir nochmal wiedersehen wollen, ist das auch. Einer der Maverick Hunters, der Endboss Mega Sigma, ist durchgedreht und hat die 8 besten Maverick Hunter, abgesehen von den Protagonisten natürlich, mitgenommen. Und jetzt müssen wir sie alle der Reihe nach zu Kleinholz schießen, damit wieder Ruhe ist. Und das ist die Story im Ganzen und Großen. Jetzt haben wir schon 2 Tanks. Auch etwas, was wir nur mit dem Helm, glaube ich, kriegen können. Und wir zerstören ein paar von diesen lustigen kleinen Minenarbeitern hier mit ihren kleinen... na, Vorsicht mit den Teilen hier. Ich habe total vergessen, wie die Dinger heißen. Und Äxte sind es nicht. Hammer sind es nicht. Oh Gott, ich fühle so unwissend. Das wäre normalerweise ein richtiges Abenteuer, aber da alles gefroren ist, können wir das locker umgehen. So. Hier sehen wir die ersten Spuren der normalen Lava aus den Rohren tropfen. Vielleicht ist auch geschmolzenes Metall. Warum sollte man Lava in Rohren leiten? Na. Und den hier, ja. Der Trick hier ist immer, den großen Ball auszuweichen und dann zu schießen. So. Hinter sie zu springen bringt nichts, weil dann drehen sie sich sofort um. Ich schaff's natürlich wieder mal, die ständig eins in die Fresse zu kriegen. Aber mit 2 Lebensupgrades ist es jetzt auch nicht mehr ganz so gefährlich. Trotzdem nichts, was einen unvorsichtig werden lassen sollte. Diese grünen Knärche sind übrigens die verbesserte Version des Sniper Joe-Gegners im alten Mega Man, der auch dieses Gimmick hatte mit Schild und Waffe, nur in seiner Irodame, deren Fall. Waren die Viecher blau und die benutzten eine Waffe wie Mega Man selbst, nicht einen riesigen Morgenstern. Und hier haben wir das Flammenmammut. Und als Begrüßung geben wir ihm schon mal ein windiges Willkommen mit unserem Sturm. Denn das ist die Waffe, gegen die er seltsamerweise verwundbar ist. Nicht Shotgun Ice. Das habe ich als Kind auch geglaubt, aber nein, es ist tatsächlich der Sturm, den wir hier entfachen müssen. Und etwas, was mich an der KI von diesem Knilch immer genervt hat, wenn man versucht, eine Wand hochzuklettern, dann kommt man dort nicht mehr weg, ohne verletzt zu werden. Also bin ich hier quasi gefangen und hätte ich jetzt nicht zufällig dieses Upgrade, das es mir erlaubt, auch nach unten und oben zu schießen mit dieser Waffe, dann wäre ich in echten Schwierigkeiten. Aber so hat sich die KI Gott sei Dank in eine Falle geführt. Eigene Falle geführt. Und damit ist Nummer 3 ausgeschaltet. Das Flammenmammut ist Toast und wir bekommen seine Waffe. So, damit haben wir schon 3 von 8 ausgeschaltet. Unsere Operation, das Böse zu besiegen, geht vorwärts. Immer nur springen und schießen, Mega Man. Springen und schießen.
hier kriegen wir die stylische Fire Wave, die Feuerwelle. Ein Flammenwerfer. Die Feuerwelle kriegt man eigentlich nur zu Gesicht, wenn man die Waffe auflädt. Ha. Aber verdammt nützlich. Passwort brauchen wir nicht, weg damit. Und wir können natürlich in alte Stages zurückgehen. Überraschung. So können wir uns all das Zeug grapschen, was wir vielleicht übersehen haben. Und in diesem Fall kann ich auch gleich mal eine der neuen Waffen demonstrieren. Und zwar, wow, juhu, ganz schönes Massaker hier. Hier ist die Feuerwelle. Und auch gleich wieder Waffe aufgeladen, gut. Nachteil ist, du musst nah an den Gegner rangehen, also Vorsicht. Bei kleinen Gegnern, wie dem Kaninchen aus Metall hier. Aber in solchen Fällen richtet man ein Massaker an, wie man hier bei diesen Fledermäusen gesehen hat. Gegner, die mehr als einen Treffer brauchen und einen nervig entgegenkommen, sind auch plötzlich stressweit zu besiegen, weil die Flammenwelle einen Treffer nach den anderen reinsägt. Berührungsschaden. Ha. Das einzig Traurige ist, dass es wie üblich bei Endbossen nicht funktioniert, weil die haben eine kurze Unverwundbarkeitszeit, wie wir sie auch haben. Also ist es nicht so, dass man einen Endboss in die Ecke drängen könnte und ihn dann in 5 Sekunden besiegt, indem man ihn Flammenwerfer vor die Nase hält. Das funktioniert nur bei normalen Gegnern. Hier können wir auch wieder ein Massaker anrichten. Und ihr werdet euch vielleicht an das andere Video. Nee, stimmt ja, ich habe das zusammengeschnitten. Das ist immer noch dasselbe Video. An früher im Video erinnern. Genau. So, hier, jetzt können wir auch dashen, springen und knallen. Und zur Abwechslung gehen wir mal. Naja. Jetzt müsste ich das nur noch mal hinkriegen hier. Ich habe mit diesen Dingern immer das Problem, dass ich vergesse, das hat geklappt, wie man vernünftig abspringt. So, und jetzt wieder ein Upgrade mehr. So, langsam wird's vernünftig. Oh, das funktioniert nicht. Okay, das habe ich noch nie, nicht gewusst. Habe ich vielleicht nie ausprobiert. Bizarre. Okay, und jetzt können wir auch die Escape Unit verwenden und raus geht's. So, jetzt haben wir das schön zügig geschafft. Das waren die ersten drei Bosse. Als nächstes... Ich denke, jetzt holen wir uns mal den Affen hier unten. Denn der ist derjenige, der tatsächlich empfindlich ist gegen Shotgun Eyes. Und dann nehmen wir den hier. Nee, der ist ein wahrer Albtraum ohne seinen Schaden. Der ist auch nerviger. Und den habe ich nie ohne Spezialwaffe gemacht. Den müssen wir ohne Spezialwaffe machen, weil wir wieder wegen den Upgrades abweichen von der normalen Reihenfolge. Aber das war's. Ich sehe euch dann im nächsten Video.